Allah Ta'ala sagt, إِنَّهُ مَنْ يَأْتِي رَبَّهُ مُجْرِمًا. Wer zu seinem Herrn als ein Mujrim kommt, also ein Verbrecher, ein Sünder, ein Übertreter, der maßlos ist, فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا. Für ihn ist Jahannam vorbestimmt, darin wird er weder leben noch sterben. Das heißt, er befindet sich in einer Situation, die man weder als Leben bezeichnen kann. Man kann sie nicht als Leben bezeichnen, weil die Qualität des Lebens nicht da ist, aber auch nicht als Tod, weil er ist existent. Hier ist ein Teil der Menschen beschrieben. Und dann geht der Vers weiter. وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ. Und wer zu ihm kommt, als ein Mu'min, als ein Gläubiger, als ein Iman-Wahrer, mit einer gewissen Bedingung, Allah Ta'ala sagt, der fromm gehandelt hat, der tüchtig gehandelt hat, فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ. Für sie sind hohe Stufen vorbereitet. طيب. Wer sind diese Leute? Hier erweckt der Koran eine Form von Neugier. Gläubige, die fromm gehandelt haben, aber gibt es noch eine nähere Bezeichnung, eine nähere Erläuterung für sie? Allah Ta'ala sagt, وَذَلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّى. Auch hier hört ihr wieder das Wort Tazkir raus, Tazakka. Das ist die Vergeltung für die, die sich geläutert haben. Die sich geläutert haben, ihre Herzen bereinigt haben. Das ist auch ein anderer Aspekt der Wichtigkeit des Korans. Denn er hat die Zulassung sozusagen, die Zulassung zu dem, was hier Allah Ta'ala als Darajat al-Ula bezeichnet, hohe Stufen, die Voraussetzung, die Zulassung ist die Tazkiyah. طيب.